Meine Damen und Herren, der Stürmer hat die Verteidigung hinter sich gelassen. Nur noch der Torwart versperrt den Weg zum sicheren Tor. Der Torwart setzt an zur konsequent Blutgrätsche, trifft. Aber nicht den Ball, sondern das Bein. Das ist jetzt gebrochen. Schmerzen, Operation, Krankenhaus. Diese Frage stellt uns vielleicht unter uns eine Fußballerin oder ein Fußballer. Wir wissen natürlich nicht, ob es sich um den Torwart oder um den Stürmer handelt. Der Rechtsrat ist in jedem Fall kostenlos und er ist einfach. Ob es Schmerzensgeld gibt, da kommt es auf die näheren Umstände an. Am ersten hilft ein Blick ins Regelbuch des Fußballverbandes. Da ist nämlich die Grätsche natürlich mit eleganterer Wortwahl geregelt. Und die ist, wusste ich auch noch nicht, im Prinzip erlaubt. Also durch das, was man Grätsche nennt, ich kann es jetzt schlecht vorführen, darf man einen gegnerischen Spieler vom Ball trennen, wenn man auf den Ball zielt. Und man darf dies tun, solange man nicht mit übertriebener Härte die Gesundheit des Gegners gefährdet. Das ist kein Regelverstoß. Und jetzt haben wir ein interessantes Zusammenspiel zwischen Fußballregeln und Rechtsregeln. Wenn man sich regelgerecht verhält, also nicht gegen eine Fußballregel verstößt, dann haftet man auch nicht. Die Gerichte haben da schöne Formulierungen. Fußball sei, so hohe Gerichte, ein Kampfspiel. Selbst bei Einhaltung der Fußballregeln bestehe das Risiko von auch schweren Verletzungen. Und jetzt kommt's: Die Spieler, die da mitmachen, die nehmen dieses Risiko in Kauf. Es kann ja irgendwie jeden treffen und deswegen, so die Gerichte, wäre es rechtsmissbräuchlich, wenn ein verletzter Spieler von einem anderen, der ihn verletzt hat, aber regelgerecht, also ohne Verstoß gegen die Fußballregeln, Schmerzensgeld fordert. Das ist aber vielleicht noch nicht ganz die Antwort auf die Frage, denn es soll ja Fußballspieler geben, die gegen die Regeln verstoßen. Selbst das bedeutet aber noch nicht zwangsläufig, dass der faulende Spieler Schmerzensgeld zahlen muss, wenn es zu einer schweren Verletzung kommt. Auch hier sind die Gerichte wirklich fußballfreundlich. Sie können dort schöne Dinge lesen, zum Beispiel die Hektik und Eigenart eines Fußballspiels, bei dem die Spieler oft im Bruchteil einer Sekunde Chancen abwägen und Risiken eingehen müssen, gibt einen gewissen Schutz. Ein Beispiel aus der Rechtsprechung, was zu uns gut passt, aus Süddeutschland, aus München, da hatte der Torwart tatsächlich in den Stürmer gegrätscht, dessen Bein getroffen und gebrochen. Er flog mit roter Karte vom Platz und jetzt verlangt das Opfer Schmerzensgeld. Vor Gericht verteidigte sich der Torwart damit, dass er, als er ansetzte zur Grätsche, eine durchaus realistische Chance gehabt hätte, den Ball zu erreichen. Das sei eine normale Spielhandlung gewesen, nämlich der Versuch, den Schuss aufs Tor zu vereiteln. Das Gericht folgte ihm darin und sagte, das war noch eine spieltypische Situation, und zwar obwohl nach Ansicht des Schiedsrichters und wohl auch objektiv ein Foul vorlag. Der Torwart musste kein Schmerzensgeld trotz der sehr schweren Verletzung zahlen, weil eben eine rohe und rücksichtslose Spielweise nicht vorgelegen hat. Was folgt daraus? Wenn unser Torwart, unsere Torwärtin, auf den Ball gezielt hat und dabei nicht mit übertriebener Härte vorgegangen ist, muss er oder sie auch dann kein Schmerzensgeld zahlen, wenn der Stürmer schwer verletzt worden ist. Jetzt wissen wir natürlich nicht, ob hier im Saal Amateurkickerin oder Profikicker sitzen. Und da stellt sich die Frage, ist das gleich? Ja, das ist im Prinzip gleich. Aber um das zu Ende zu bringen, entscheidend ist möglicherweise, was man tun kann. Nicht Fußball spielen würde helfen, nicht faulen würde helfen. Gehört das nicht zu den Optionen, stellt sich die Frage, versichern. Kann man sich eigentlich versichern? Ja, wenn Sie Amateurkicker, Amateurkickerin sind, dann sollte Ihre Privathaftpflichtversicherung das Schmerzensgeldrisiko abdecken, außer Sie wollten vorsätzlich Ihren Gegner verletzen. Das werden Sie natürlich nicht gewollt haben.
Wenn Sie allerdings Profifußballerin sind, sollten wir uns mal näher unterhalten. Dann sollten Sie möglicherweise nicht Ihr Haftungsrisiko versichern, sondern Ihre Beine. Wenn unter uns allerdings ein Teilnehmer an einer Weltmeisterschaft ist, haben Sie kein Problem, dann sind Sie bei der FIFA versichert. Danke für die schöne Frage.